Der Flieger der Emirates, der reist schon aus hier. Der ist froh, dass er hier das Börsenland Frankfurt verlassen kann. 3% ungefähr mit dem DAX im Minus. Das ist nicht wirklich wunderbar. Nein, im Gegenteil, wir haben hier ein bisschen Baustelle, ganz offensichtlich. Na, jetzt gehen mir die Phrasen hier auch noch aus, aber keine Sorge, der Markt, er ist und bleibt tatsächlich spannend. Und es sieht im Moment nicht danach aus, als ob wir hier wieder zur Stärke zurückfinden. Es hatte sich ja abgezeichnet durchaus. Wir sind in diese Widerstandszonen ja noch nicht richtig hinaus, darüber hinausgekommen. Zumindest beim DAX nicht über den aktuellen Widerstandsbereich, den letzten, das letzte Hoch. Und beim Dow Jones haben wir uns bis so knapp an die Unterseite dieser 30.000er Widerstandszone, die nicht ganz eng ist, aber daran manövriert und da hat er auch gesagt, na, jetzt ist auch gut. Woran es letztlich liegt, da kann man natürlich spekulieren, ob es dann vielleicht doch die Sorge ist, der weltweiten Infektion am Virus, beziehungsweise dass die Volkswirtschaften sich davon infizieren lassen, oder ob man einfach sagt, wir sind es jetzt müde und ergreifen jede Chance, nachdem wir so stark gestiegen sind. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Wir sind so stark gestiegen. Klar ist das jetzt unangenehm, insbesondere wenn man oben erst eingestiegen ist, aber dafür arbeitet man ja mit Stops. Und man sollte ja sowieso nicht oben einsteigen, sondern immer, wenn der Kurs ein bisschen zurückkam. Also insofern kann es natürlich trotzdem dazu führen, dass man ein bisschen was liegen lässt im Markt. Aber trotz alledem sollte und dürfte es nicht ganz so teuer hoffentlich denn sein. Da drücke ich die Daumen, dass es in Ihrem Fall ebenfalls ist. Wichtig allerdings, wir wissen noch nicht, wie weit es nach unten geht. Wir haben durchaus noch Chancen. Ich hatte ja mal ganz bärische Szenarien angemalt. Den DAX sogar noch mal im vierstelligen Bereich. Das ist absolut noch denkbar. Vorsichtig, nur weil er jetzt heute 3% nach unten geht, heißt das noch längst nicht, dass das jetzt das nächste Bild ist, was als nächstes auch kommen muss. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Aber es ist halt nach wie vor möglich und deshalb müssen wir davor gewappnet sein. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, eben Stops zu setzen, gegebenenfalls rauszufliegen. Und wenn der Markt dann wieder kommt, ja, dann steigt man wieder ein. Was hat man verloren? So ein bisschen Differenz dazwischen. Es war vielleicht nervig, weil man, ach Gott, musste ich jetzt noch einen Trade mehr machen. Aber es ist allemal besser, als zu sagen, ach, ich sitze das jetzt aus und mal gucken, was da passiert. Denn im Moment sieht es nicht danach aus, als ob das nur eine ganz, ganz kurze Geschichte ist. Dafür ist das Ganze eigentlich zu dynamisch. Sehr dynamisch beispielsweise der Nasdaq. Auch der DAX ist sehr dynamisch. Der Dow Jones war an den Anfängen nicht so dynamisch. Da habe ich gesagt, eine gewisse Chance gibt's noch. Allerdings müsste er sich oder hätte er sich müssen, können wir ja heute schon sagen, gegen die anderen Märkte durchsetzen müssen. Und offensichtlich ist das ja nicht der Fall. Also insofern heute nicht der beste Tag, um in die neue Woche reinzukommen. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben tolle Anstiege gehabt. Ein Rücksetzer ist mehr als normal und dürfte uns nicht weiter aus der Reserve locken. Und deshalb sollten wir davor gefeit sein, hier in Panik oder Sorge zu geraten. Allerdings nicht in Sorge direkt, allerdings schon in den Absicherungsmodus, sprich gegebenenfalls die Positionen auch mal zu schließen und dann eben abzuwarten, bis die nächste Bewegung kommt. Wer kurzfristig unterwegs ist, der kann sich natürlich über solche Wohler freuen. Dann ist es sinnvoll, im Moment die Abwärtsseite, ich habe den Chart jetzt nicht direkt vor Augen, ich bin ja schon hier am Flughafen, werde gleich hier Deutschland wieder verlassen, aber soweit ich das gesehen habe, ging es ziemlich zügig nach unten. Und wenn der Markt dann jetzt ein bisschen nach oben mal wackelt, dann hätte man die Chance, da auf diesen Zug nochmal aufzuspringen. Wäre ein Fortsetzungstrade, wäre jetzt nicht unbedingt, dass man relativ initial schon mit dabei ist. Muss man auch nicht unbedingt, aber dann unbedingt auch ein Trailing Stop, in dem Fall auf der Long-Seite. Denn jede Übertreibung nach unten, das dürfen wir nicht vergessen, wurde in der jüngeren Vergangenheit durch sehr starke Anstiege wieder konterkariert. Deshalb Augen auf. Wir haben das in der Vergangenheit nicht in dieser Geschwindigkeit, nicht in diesem Ausmaß, aber sehr häufig gehabt, dass wenn der Kurs sehr steil nach unten gekommen ist, die Antwort eine relativ steile Aufwärtsbewegung war. Wenn das der Fall ist, dann sind die Bullen wieder noch erstarkt und die Bären sind noch, sagen wir mal, vom Spielfeld vertrieben. Nur wenn die Aufwärtsbewegungen jetzt mühsam werden und nicht mehr so richtig Vortrieb bekommen, dieses Hin- und Herwackeln im Trendkanal, dieses klassische, dann haben wir ein gutes Indiz dafür, dass sich da offensichtlich was tut und die nächste Abwärtsbewegung eigentlich schon auf uns wartet. Auf mich wartet jetzt ein Flieger. Das heißt, ich mache mich jetzt hier von dannen, werde mich natürlich dann wieder von der anderen Seite der Welt melden, natürlich mit ganz vielen Berichten aus Tokio, mit vielen Beiträgen und hoffe, dass bis dahin alles gut geht und niemand wirklich drunter leiden muss. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.